So, das ist das vierte und letzte Wilhelma-Video aus Stuttgart. Dort waren wir im Frühjahr zu Besuch. Ich habe hier noch einige Aufnahmen rumliegen und deswegen zeigen wir noch mal ein paar Fische am Anfang beziehungsweise ein paar Affen, die sich lausen. Damit haben wir im letzten Video aufgehört und hier geht's jetzt auch nahtlos weiter. Das meiste haben wir schon gesehen, außer das Insektarium. Und das ist sozusagen auch das Highlight des Videos. Und bis wir dorthin kommen, sehen wir noch allerlei andere Tiere, die bisher noch nicht gezeigt wurden. Erspart mir doch bitte im Kommentarbereich die Diskussion über eingesperrte Tiere. Ihr habt nicht ganz Unrecht, das ist so in einem Zoo und vielleicht ist das auch zu kritisieren. Trotzdem fand ich das hier sehr interessant und es hat mir großen Spaß gemacht. Hier die Koalabären und wer war nicht in einem Zoo als Kind? Das möchte man doch mal seinen Kindern gezeigt haben irgendwie. Und dann haben unter dem letzten Video Leute kommentiert, ja toll, eingesperrte Tiere. Und dann waren wir auch ganz schnell bei den Völkerschauen und dass das noch gar nicht so lange her ist. Junge, Junge, ich zwinge euch nicht, dieses Video anzuschauen. Bitte lasst jeden selber entscheiden, ob er dieses Video anschaut, beziehungsweise ob er einen Zoo besucht oder nicht. So, das ist mein Standpunkt. Über alles andere brauchen wir hier gar nicht diskutieren. Das müsste man in einem separaten Video zu diesem Thema machen. Das ist aber nicht Ziel dieses Videos. Hier wollte ich einfach nur den Besuch in der Wilhelma gefilmt haben. Und allen, die es bis hierher geschafft haben, wünsche ich jetzt viel Spaß mit meinem Video. Ich bin nicht.
So, und jetzt gibt es noch ein bisschen Wiederholung. Und zwar zeige ich ein paar Szenen nochmal aus einer anderen Perspektive, aufgenommen mit einer anderen Kamera. Und dann sind wir im Wesentlichen durch. Vielen Dank für das Zuschauen hier meines epischen Wilhelma-Videos. Ich habe viel mehr aufgenommen, als ich wollte. Ja, und dann war es das jetzt definitiv. Vielen Dank fürs Zusehen. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Glocke drücken, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Macht's gut. Ciao.